Oh, ist da einer? Kann man sich hier hinsetzen? War schön. Ja, mein Falk ist wieder da. Hallo Hey Söldner. du. Alles klar bei dir? Alles klar bei dir? Noch ist alles ruhig. Noch? Wenn die Banditen weiter Gomez Konvois überfallen, steht er irgendwann mit seiner Armee hier vor dem Tor. Und das wird bestimmt kein Spaß. Gibt es Probleme hier im Lager? Junge, hier gibt es immer Probleme. Die Banditen machen, was sie wollen. Und wir Söldner sind damit beschäftigt, die Magier zu decken und die Verteidigung des Tja. Lagers aufrechtzuerhalten. Ich weiß immer noch nicht, für wen Kann ich ich da. sein. Ich weiß immer noch nicht, für wen ich sein soll, weil das ist ziemlich dämlich. Ihr seid Diebe und so ein bisschen am Rumzicken. Die anderen sind aber ziemlich, ne, irgendwie auch blöd. Das finde ich doof. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich habe einen Bogen, ich habe einen Bogen. Ich sollte viel mehr klauen. Nicht klauen, aber Dietriche benutzen. Nur bei den anderen sind immer Leute drin gewesen. Vielleicht später. Mal schauen. Das war ja super langweilig. Tschüss, la 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 la. Ich hätte vielleicht ja einen Überblick mal machen sollen. Da habt ihr recht. Au! Da bin ich aber runtergefallen. Uff. Dann gehe ich jetzt mal hier hin. Hallo! Ist hier eine Party? Ist da eine Frau? Nein. Bauer. Oh, hallo? Was machst du hier? Willst du Ärger haben? Horatio. Entspann dich, ich bin neu hier. Entspann dich, ich bin neu hier. Siehst mir ganz in Ordnung aus. Hier weiß man nie. Da kommt jeden Tag ein neuer Mistkerl, der es wissen will. Nö, ich bin so schwach und kann nicht kämpfen. Was macht ein Kerl wie du bei den Bauern? Das hat Lee mich auch gefragt. Aber ich kämpfe nicht mehr. Außer um mich zu verteidigen. Ich habe einmal getötet. Das war einmal zu viel. Oh, ich töte ganz viel Deswegen töten. haben sie mich in diese gottverdammte Kolonie geworfen. Ach Und das so. war nur gerecht. Was ist passiert? Es war ein einfacher Streit in einer Kneipe. Ich wollte den Mann nicht töten. Aber ich habe zu stark zugeschlagen. Ich habe damals als Schmied gearbeitet. Ich konnte meine Kraft nicht kontrollieren. Warum bist du in dieses Lager gegangen? Das will ich jetzt wissen. Warum bist du ausgerechnet in dieses Lager gegangen? Das will ich dir sagen. Die einzig andere Wahl wären die Sektenspinner gewesen. Aber ich habe keine Lust, mir von den Gurus den Kopf waschen zu Ich lassen. auch nicht. Im alten Lager hätte ich keine Ruhe vor den Gardisten gehabt. Aber die Söldner und Banditen haben Respekt. Sie fürchten dich. Kann schon sein. Immerhin habe ich hier meinen Frieden gefunden. Das bringt mir Und gar das nichts. solltest du auch versuchen. Kannst du mir beibringen, auch so stark zuzuschlagen? Selbst wenn. Zu was würde jemand wie du seine Stärke einsetzen? Um den Mistkerlen hier zu zeigen. Zur Selbstverteidigung. Zur Selbstverteidigung. Dazu musst du nur schnell sein und nicht stark. Glaubst du, dass Schädelspalten besser ist, als seinen Frieden zu finden? Oh. Ich habe noch mal über die Sache Ich habe nachgedacht. noch einmal über die Sache nachgedacht. Und? Ist dir was Besseres eingefallen? Nein. Nein. Dachte ich mir. Also super, da kann ich also noch irgendwie Zen für mich finden. Das ist doch schön. Oh, was machst du denn Hey hier? du. Du rauchst eine. Rauchen ist auch, das mögen die Hersteller von Gothic, ne? Und wie sie auch ihn nochmal zu Ende rauchen lassen. Du bist aus dem Lager der Sekte, richtig? Wir nennen es die Bruderschaft. Ich bin Baal Kagan. Der Schläfer sei mit dir. Noch leiser. Was machst du hier? Ursprünglich bin ich hierhin entsandt worden, um für unsere Gemeinschaft zu werben. Aber diese Barbaren wollen nichts wissen von geistiger Erleuchtung. So beschränke ich mich auf den Verkauf von Sumpfkraut. Mache sie nicht so Dies fertig. wiederum wird hier sehr gerne gesehen. Zu gerne. Ich kann allein kaum alle meine Kunden beliefern. Lol. Warum schicken Sie nicht einen weiteren Mann? Baal Isidro sollte mich unterstützen, aber er sitzt den ganzen Tag in der Kneipe auf dem See und tauscht sein Kraut gegen Reisschnaps ein.
Er ist dem Schnaps verfallen. Ich fürchte, von ihm ist keine Hilfe zu erwarten. Ich könnte dir helfen. Jo, warum nicht? Ich könnte dir helfen, dein Kraut unter die Leute zu bringen. Alles Kiffer. Eine so große Menge Kraut kann ich dir nur anvertrauen, wenn du ein Mitglied der Bruderschaft bist. Aber du könntest mir helfen, Geschenke zu verteilen. Es sind noch nicht alle hier auf den Geschmack gekommen. Wenn sie erst einmal unser Kraut gekostet haben, werden sie mehr verlangen. Und ich kann mehr verkaufen. Ich denke, du schaffst es jetzt schon kaum, deine Aufgabe zu erfüllen. Ich soll anfixen? Für Baal Isidro wird bald gesorgt. Ich habe schon eine Nachricht an Koa Kalom geschickt. Was ist für mich drin? Wenn ich das Kraut für dich verteile, was ist für mich drin? Ich kann dich auf viele Arten entlohnen. Du kannst von mir magische Spruchrollen erhalten, die mit mächtiger Magie des Schläfers belegt sind. Ich kann dir aber auch helfen, leichter in unserer Gemeinschaft aufgenommen zu werden, wenn du das wünschst. Ich habe sehr gute Kontakte zu Koa Kalom und Baal Thyon. Beide stehen Iberion, unserem Meister, sehr nahe. Ich kann dich aber auch mit schnödem Erz bezahlen, wenn das dein Wunsch ist. 100 Brocken sollten für deine Mühe genügen. Gab es bei Risen auch so viele nackte Männer? Ich kann mich bei Risen nur noch an die schöne Umgebung erinnern. Da muss ich zugeben, ist ein bisschen zurück jetzt gerade. Okay, gibt es Kraut. Okay, gib her das Kraut. An wen soll ich es verteilen? Du findest sicher leicht Abnehmer. Rede mit den Leuten. Aber gib jedem nur einen Stängel. Noch was. Wenn du dir das Kraut abnehmen lässt oder es selber rauchst, gilt unsere Abmachung nicht mehr. Sicher. Zeig mir deine Waren. Wie du willst. Okay, was hast du denn hier? Traumruf, schwarzer Weiser oder grüner Novize. Novize, deine Witze. Nein, alles in Ordnung. Gut, Kraut. Wer will alles Kraut? Hey du, möchtest du Kraut? Du rauchst noch nicht. Alles klar bei dir? Alles klar bei dir. Was willst du? Hat der Reislord dich geschickt? Ich arbeite doch jeden Tag. Niemand hat mich geschickt. Ich will mich nur ein bisschen unterhalten. Normal, ne? Was kannst du mir über das Lager erzählen? Es ist gefährlich, dahin zu gehen. Lys Söldner und die Magier sind ja ganz in Ordnung, aber auf die Banditen passt du besser auf. Warum ist es so schwer, mich zu entscheiden? Arbeitest du freiwillig auf den Reisfeldern? Ja, das tue ich. Ist nämlich besser, freiwillig zu arbeiten, als von den Schlägern vom Reislord abgeholt zu werden. So. Ich weiß nicht, was ich machen soll, immer noch nicht. Ich weiß, ich gehe nicht in den Sumpf, aber trotzdem. Hey du. Hallo, muss ich jetzt alle anfragen? Wen muss ich denn noch anfixen? Wo sind die ganzen Frauen? Wie steht's? Sagt was anderes. Wie steht's? Wir arbeiten uns den Arsch ab, damit hier alle was zu futtern kriegen. Erzähl mir was über dieses Lager. Es ist randvoll mit Arschlöchern. Wenn's nach mir ginge, sollten die Söldner alle Banditen einfach aus dem Lager werfen. Die tun gar nichts für uns. Machen nur Ärger. Ich werd ein Bandit. Wer kümmert sich darum, dass hier auf den Feldern alles glatt geht? Na, wir alle. Der Reislord überwacht zwar alles, aber ich glaube, er sitzt den ganzen Tag in seinem Bunker und zählt die Säcke. Na, immerhin hat er zusammen mit Homer die ganze Anlage hier gebaut. Okay. Hey du. Hey du, möchtest du ein... Willst du angefixt werden? Was muss ich über diesen Ort wissen? Sei vorsichtig, wenn du ins Lager gehst, Junge. Da laufen so einige Halsabschneider rum, die einem Neuen wie dir an die Kehle wollen. Okay. Wie läuft's denn so? Gibt eine Menge zu tun. Wir brauchen viel Reis, um die Leute hier alle ernähren zu können. Muss ich doch mit allen reden? Sagt ihr alle was an? Hey du. Rufus. Huch, du bist neuer. Ich will abspeichern. Ach, ist egal. Hi, ich bin neu hier. Wollt mal fragen, was hier so läuft. Frag jemand anderen. Ich arbeite den ganzen Tag auf den Feldern und krieg nichts von dem mit, was hier läuft. Mann, wie gerne würde ich zum Reislord gehen und ihm sagen, er soll seinen Scheiß alleine machen.
Wenn's dir nicht gefällt, warum arbeitest du dann hier? Es war am ersten Tag, als ich hier war. Lefty, einer der Schläger, die für den Reislord arbeiten, kam zu mir und fragte mich, ob ich mal kurz auf den Reisfeldern helfen könnte. Klar, habe ich gesagt. Ich war neu und wollte mich nützlich machen. Als ich mich am nächsten Tag von der Arbeit ausruhte, steht der Typ schon wieder vor mir. Du willst doch nicht deine Kollegen ganz alleine schuften lassen, hat er gesagt. Ich habe ihm erklärt, dass ich kaputt bin vom Tag vorher, dass ich mich ausruhen muss und so. Aber er hat mir nicht zugehört. Er hat mich am Kragen gepackt und auf die Felder geschleift. Seit dem Tag stand er jeden Morgen vor meiner Tür. Irgendwann bin ich dann von alleine gekommen. Oh mein Gott. Ich wollte keinen Ärger mit den Typen. Das sind richtige Halsabschneider, mit denen legst du dich besser nicht an. Oh Mann, no. Ich will mich für nichts entscheiden hier müssen. Wer ist der Reislord? Er war einer der ersten hier. Hat das Lager mitgegründet und die Reisfelder angelegt. Heute steht er nur noch vor seinem Lagerhaus und streckt seine Wampe raus, der alte Fettsack. Kann ich irgendwie helfen? Jetzt redet er wieder nicht. Ich denke nicht, nein. Wobei, wenn du mich schon so fragst... Ich hatte was zu tun für dich. Ich will, dass du dem Reislaus und seinen Schlägern eine Lektion erteilst. Ah, ich muss ja immer verticken. Drogen verticken. Was denn? Ich soll es mit allen gleichzeitig aufnehmen? Nein, nein, du sollst nicht aufs Maul hauen. Sondern? Sie sollen sich gegenseitig die Fresse polieren. Okay. Der Reislord besitzt eine Truhe, in der er einige Dinge aufbewahrt, darunter einen wertvollen Ring. Ich will, dass du diesen aus der Truhe stiehlst. Anschließend musst du dafür sorgen, dass Lefty irgendwie in den Besitz dieses Ringes kommt. Okay. Danach erwähnst du in einem Gespräch mit dem Reislord, dass Lefty im Besitz eines neuen Ringes ist. Ich freue mich schon darauf, anschließend Leftys dummes Gesicht zu sehen. Okay. Ach ja, eine Schlüsselstruhe musst du dir irgendwie besorgen. Hat er irgendwo in seinem Haus liegen? Ja, sehr seltsam, wo er den liegen hat. Geht er überhaupt hoch? Okay, eine kleine Nebenquest, denke ich mal. Ganz kurz abspeichern. Ach, keine Ahnung. Ja, genau, da speichere ich auch. So, ich laufe mal über euch rüber, ne? Ist in Ordnung, ne? Und gehe bei euch rein, ne? Oh. Wen kann ich denn anfixen? Du störst meine Nachtruhe. Entschuldigung. Wie läuft's denn? Wie läuft's denn so? Gibt eine Menge zu tun. Wen kann ich von euch anfixen? Was ist los? Du störst meine Nachtruhe. Hier sind also die ganzen Bauern. Na dann. Entschuldigung. Ich störe euch. Ich störe euch. Na dann. Entschuldigung. Das muss ja richtig schön sein. Ja. Na, wenigstens gibt es Wärme. Das stimmt schon. Oh, habe ich mit dem schon gesprochen? Hey du. Ja, ja, stimmt. Ja. Schon gut. Der Name kommt mir bekannt vor. Wem soll ich denn verticken? Dieses Spiel, warum macht ihr es immer so schwer? Ich meine, man soll sich entscheiden können und so, ja. Aber ich merke gerade, die Vorteile in der Burg sind so viel größer. Ich sehe hier noch nicht wirklich Vorteile, hier zu sein. Obwohl, die Stadt da hinten ist auch sehr schön. Mal schauen, was noch kommt. Aber bis jetzt gibt's hier auch nur Probleme. Wo willst du denn hin? Na, da rein. Vergiss es. Silas will in seiner Kneipe nur Schürfer und Banditen sehen. Ich bin Schürfer und ich habe Durst. Ich bin Schürfer und ich habe Durst. Siehst nicht aus wie ein Schürfer, so kommst du hier nicht rein, Junge. Ah, wie viel Erz will er denn was haben? Was hältst du von etwas Erz als Eintrittsgeld? Wie viel Erz ist denn etwas Erz? Zehn. Ich habe 10 Erz. Hier. 10 Erz? Dafür werde ich dir erlauben, es nochmal zu versuchen. Habe ich mein Erz verloren? Nein. Dann eben nicht.
Ich dachte, ich wäre eingeladen worden. Habe ich mich wohl vertan. Mir doch egal. Ihr könnt mich alle mal. Vielleicht gibt es ja irgendwie einen Hintereingang. Nö. Oh mein Gott, da unten. Da ist eine Hütte unter Wasser. Ach ja, wenn ich doch schwimmen könnte. Oh mein Gott, unter Wasser ist irgendwas. Das ist cool. Da will ich hin. Warum gehe ich eigentlich immer nachts rum? Warum ist es so absolut langweilig, ums Haus rumzulaufen? Hörst wohl schlecht, Birsch. Zum Glück habe ich ihm kein Geld gegeben. Erz. Erzbrocken, die ich mit mir rumschleppe. Oh, da hinten ist ein Wasserfall. Voll Vorteil, Pluspunkt. Soll ich in den Wasserfall gehen? Oh, ich gehe zum Wasserfall. Oh, ich spring mal. Ich bin das brennende Ponita. So laufe ich auch. Okay, schon gut. Oh. Oh, wie schön. Ob dahinter wohl was versteckt ist? Oh, weiß ich jetzt nicht. Muss ich später gucken. Oh, die Sonne geht auf. Schnell, schnell, schnell. Ja, nachts ist wieder gut, wenn ich dann schon mal schleichen kann, aber noch hat mir keiner es beigebracht. Bestimmt irgendein Bandit hier. Die Frage ist, ob ich das jetzt mache oder ob ich Geschicklichkeit mir hole. 10 Stück. Weil bis zum nächsten Level dauert das noch, ne? Besser wäre natürlich. Da liegt einer. Das sieht aber ungesund aus, wie du schliegst. Naja. Habe ich schliegst gesagt? Meinte ich natürlich nicht. So. Warum macht das ja nicht über seine Fackel immer? So viel Essen, yes. Wunderschön. Ich kann noch nicht schleichen. Oh, der. Was? Egal. Telef können wir mal wecken. Telefon. Das hast du dir selbst zuzuschreiben. Yo. Ich wollte ihn eigentlich nur ansprechen. Das hast du dir selbst zuzuschreiben. Stell dir vor, das macht so ein Sohn. Die Mutter, aufstehen, Schule. Das hast du dir selbst zuzuschreiben. Hey du. Bring um. Wer bist du? Ich bin Torloff. Ah, Torloff. Hab als Maat auf einem der königlichen Kriegsschiffe bei einer Meuterei mitgemacht. Kam nicht so gut an. Der größte Teil der Mannschaft war auf der Seite des Kapitäns. Seitdem bin ich hier. Ich will bei euch mitmachen. Bevor du nicht einiges auf dem Kasten hast, wird Lee dich nicht nehmen, das sage ich dir gleich. Und bis du besser bist, solltest du dich mit Laris und seinen Jungs gutstellen. Wenn du einen Tipp willst, Junge. Klau was wichtig. Ja, das wurde mir schon gesagt. Lager oder der alten Mine. Thanks. Wenn die Jungs hier merken, dass du gegen Gomez bist, hast du hier keine Probleme mehr. Und wie stelle ich das an? Hab ich hier auch nicht. Du musst ihr Vertrauen gewinnen und dann haust du sie übers Ohr. Okay. Ich habe noch keine Ahnung, was ich machen soll. Aber scheinbar habe ich ja, ich guck mal ganz kurz, den Ring da. Geschicklichkeitsbonus 5. Mordrax Ring. Cool. Leider muss ich den ja abgeben. Aber noch nicht. Kann mir irgendjemand bitte was beibringen? Ach Mann, ihr seid alle doof. Voll traurig. Ja, alle schlafen. Dann gucken wir mal. Wow. Who the fuck are you? Hey du. Hallo, ich grüße dich. Ich grüße dich, Magier.
Der Segen Adanos sei mit dir. Ich kann dir helfen, deine geistige Kraft zu stärken, oder du gehst aber ran. Nützliche Dinge anbieten. Allerdings werde ich erst mit dir handeln, wenn du den Kreis des Wassers angehörst. Wir verkaufen unsere Runen nicht an Lagerfremde. Ja, das ist okay. Was kann ich für dich tun? Ich habe einen Brief für den obersten Feuermagier. Ach. Ihr wollt die Barriere zerstören. Wie genau soll das gehen? Wir brauchen eine große Menge magisches Erz. In einem großen magischen Ritual werden wir die gesamte magische Energie freilassen und somit die Barriere sprengen. Natürlich zieht eine solch große Menge Erz allerlei Lumpen und Banditen an. Also brauchen wir jeden Mann, der bereit ist, unseren Plan zu verteidigen. Mhm. Ich benötige mehr magische Kraft. Ich kann dir helfen, deine Kraft zu steigern. Setze sie mit Bedacht ein. Ich habe noch gar keine Magie. Nee, danke. Brauche ich nicht. Ich will mitmachen. Ich will bei euch mitmachen. Wenn du dich uns anschließen willst, solltest du zu Lee oder Laris gehen. Lili Laris. Ich habe einen Brief für den obersten Feuermagier. Oh, ich soll das aber eigentlich nicht sagen, aber er ist ein Magier. Ich habe einen Brief für den obersten Feuermagier. Wir sind die Magier vom Kreis des Wassers. Die Magier vom Kreis des Feuers findest du im alten Lager. Warum trinkt Aber ich komme nicht in die Burg. Kannst du mir helfen? Nun, gelegentlich senden wir Boten zu unseren Brüdern ins alte Lager. Aber wir vertrauen diese Nachrichten nur Laris-Leuten an. Seit vielen Jahren sorgt er schon dafür, dass unsere Nachrichten sicher ankommen. Ich will Magier werden. Wirklich? Ich will Magier werden. Wir können es uns nicht leisten, unser Wissen unter unseren Feinden zu verbreiten. Erst wenn du deine Loyalität zu uns unter Beweis gestellt hast, werden wir überhaupt in Erwägung ziehen, dich zu unterweisen. Oh mein Gott, ich muss mich also für ein Lager entscheiden und dann muss ich mich noch, da oben stehen welche, und dann muss ich mich noch dazu entscheiden, was ich werden möchte? What the fuck is los? Das ist ja heftig. Warum ist die Frau vom Thron runtergefallen? Ah, hier. Ja, das ist sehr viel Erz. Verstehe. Aber warum hier? Warum nicht direkt an der, ne? Ihr wisst schon. Oh, kann ich hier? Nein. Warum darf ich nicht was kochen? Warum schlaft ihr alle noch? Ach Mann, ich brauche einen Lehrer. Ich muss nie schlafen. Oder ein Kessel. Warum? Ah! Da hinten ist einer vielleicht. Vielleicht ist der ja da. Auch nicht. Ich darf scheinbar nicht. La la la. La la. Wo willst du denn hin? Wo geht's hier denn hin? Zu Laris. Achso. Ich will zu Laris. Kann mir kaum vorstellen, dass er mit dir redet. Das kannst du getrost mir überlassen. Ich werde dich nicht aufhalten. Okay. Ich weiß nicht, will ich schon zu Laris? Schläft Laris? Wo soll's denn hingehen? Rosco. Ich will zu Laris. Laris ist hier. Aber ohne guten Grund wirst du ihn nicht stören. Mordrak schickt mich. Mordrak ist schon lange nicht mehr hier. Er ist vielleicht schon längst zum alten Lager übergelaufen. Ich bin mit ihm hier hingekommen. Mordrak ist wieder hier? Wenn du ihn siehst, sag ihm, Laris will ihn oh sehen. Oh mein Gott, Mordrak natürlich. Hat mir etwas für Laris gegeben. Was? Einen Ring. Hm, bestimmt ein kostbares Stück. Gut, du kannst zu ihm. Ende. Danke. Okay, ich muss Laris wecken. Laris, steh auf. Hallo, Laris. Laris, ich bin's hier. Was ist denn los? Hallo. Wo kann ich hier was lernen? Wo kann ich hier was lernen? Bei mir. Ich kann dir beibringen, deine Geschicklichkeit und Stärke zu verbessern. Mach mal. Ich will mich verbessern. Ich will mich verbessern.
Mach mal Geschick plus. Ah, hab ich den Ring jetzt gegeben? Weil erstmal können wir den Ring ja benutzen. Ja, komm. Ich will mich eurer Bande anschließen. So. Was hast du denn vorzuweisen? Wenn ich den Ring jetzt weggebe, dann habe ich keinen Plus mehr. Dann muss ich das dafür benutzen. Dann habe ich aber die Möglichkeit, mal alle Gegner abzuschießen. Kann die Gegner aber nicht ausnehmen, was natürlich dann Geldmangel macht. Complicated, complicated. Ende. Was hast du denn hier so Schönes? Eine Kerze, die sehr eckig ist. Was ist denn los? Oh, Entschuldigung. Ich wollte einfach nur mal... ich habe mich verbessert. Yay. Wenn ich jetzt den Ring anziehe, dann müsste ich eigentlich den Bogen hier anziehen können. Ja, kann ich. Jetzt kann ich mit zwei... Cool! Ich habe einen Bogen, den kann ich benutzen. Dann speichere ich schon mal woanders. Nämlich hier. Und da schreibe ich hin... Bogen. Obwohl das total egal ist, weil es ja später sowieso... ne? Also eigentlich egal. Wo schießt du hin? Oh! Oh. Hey, was soll das? Warum weckst du mich? Entschuldigung. Wen habe ich geweckt? Wen habe ich geweckt? Oh, Entschuldigung. Ich hab... Hey, du! Verzieh dich raus hier! Hey, du! Wer redet überhaupt mit mir? Ah, Bandit, nicht Rajid. Ach man, das sieht aber auch aus. Okay, scheinbar muss ich nicht selbst. Hör auf mich mit mir zu reden. So, okay, wartet kurz. Ich bin total... ich habe den Bogen jetzt. Ich möchte irgendwo schlafen. Ich möchte irgendwie Zeit überspringen. Bitte lass mich Zeit überspringen. Kann ich es mit Tee machen? Nein. Jo, das bedeutet, ich kann eigentlich nur darauf hoffen, dass die Zeit jetzt irgendwie weitergeht. Und ich kann vielleicht irgendwie was wegnehmen aus irgendeinem... Weil ich kann noch nicht schleichen. Kann mir irgendjemand Schleichen beibringen? Das wäre super genial. Den Ring kann ich immer noch weggeben. Oh, hi. Hallo Banditen. Kann ich da schlafen? Oh. Ich benutze dein... Oh, das ist ja nett. Ich durfte einfach das Bett hier benutzen. Thank you. You both. Warum stehst du da drauf? Das ist ja ein bisschen... Hey, du. Möchtest noch ein bisschen mehr? Ich meine, ich merke schon, ihr seid schon angefixt, aber ich muss das jetzt loswerden hier mal. Wirf einfach auf den Boden. Da. Ich habe ein bisschen Sumpfkraut dabei. Willst du was? Klar, hier sind 10 Erz. Gib her. Wenn du mal wieder was hast, komm vorbei. Yay. Und du auch? Nein, nicht hinsetzen. Entschuldigung, ich wollte dir nicht den Platz wegnehmen. Warum weckst du mich? Schläfst du im Stehen? Oh, hör auf, dich hinzusetzen auf den... Warum weck... So, hier. Sumpfkraut. Du siehst aus, als wenn du etwas Sumpfkraut haben wolltest. Hast du was? Ich nehme einen Stängel für 10 Erz. Kannst jederzeit wiederkommen, Bruder. Yeah, die mögen mich. Ich muss doch nicht die anfixen, sondern ich muss die nehmen, die schon haben. Yay. So, es ist früh morgens. Eigentlich müsste es. Verdammt, ach, warum wächst? Mann, ihr seid aber auch empfindlich. Kann ich hier auch hier schlafen?
Dieses Spiel macht mich fertig. Macht Spaß und gleichzeitig ist es so seltsam. Ich bin noch nicht einmal in einem Dungeon oder so gewesen. Oh mein Gott. Becher, Reisschnaps, alles nehmen. Yes. Oh, ist das schön. Ging schon immer so gut. Ich könnte die anzünden. Nein, nein, jetzt gerade nichts.